Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Search. So, da, dann wollen wir mal hier gucken, ob wir den komischen Boss jetzt endlich mal kaputt kriegen. Ich habe ja schon beim letzten Mal eigentlich ein paar gute Versuche hingelegt. Aber diesmal sollte er doch endlich mal kaputt gehen. Wir haben inzwischen auch eine Taktik. Wir lernen quasi. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Also eigentlich ein Versuch. Entsorgungsverfahren eingeleitet. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. Hey! Komm mal nicht gebettet, meine Freunde. Wie oft sollte denn das Bandchen noch hauen? Ich habe ja schon ein paar Mal gehauen. Eigentlich müsste es jetzt mal kaputt gehen. So, das war Bandchen Nummer 1. Alter. So, jetzt noch zwei Beinchen. Hinkriegen. Müssen wir hinkriegen. Hey. Ist da ein scheiß Säule im Weg? Nee. Das war zu langsam. So, jetzt geht er in den nächsten Modus. Auch hier müssen wir erstmal wieder Beinchen kaputt machen. So ein bisschen auf meine Ausdauer aufpassen, dass ich nicht zu viel Ausdauer verliere, bevor ich überhaupt dann immer ausweichen muss. Zeig noch mal ein Beinchen her. Ein Beinchen. Oh, Kacke. Ja, gut, ich war gerade mit dem Gedanken, dass er sich wieder drehen will, weil das so sich anhörte. Aber nein, da springt er mich an. Oder fliegt auf mich zu. Ach, Kacke, ey. Sei vorsichtig da draußen. Ja. Er macht es mir nicht einfach. Ups.
Hier einmal gegen Pops, gegen Popschutz gehauen. Poppity Pop Pop. So, mal nach vorne gehen. Okay, sorry, das war mein Fehler. So, nachdem müssen wir kurz herauslocken und warten, dass sie mich jetzt nicht zu zweit angreifen mit seinem Kollegen da drüben. Ja, das hat jetzt gereicht. Ja, der Weg geht mal ganz schnell, aber sobald ich hier unten stehe und gegen den Boss kämpfen muss, ah, das... Funktioniert aber nicht so schnell. So 100%. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Entsorgungsverfahren eingeleitet. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. So, das Bein hier ist es. Oh. Eins weniger, oh. Die erste Phase ist ja eigentlich mega easy. Leute, ich sag nicht, dass er festhängt und nicht mal rauskommt und mich deshalb die ganze Zeit immer beschießt. Also wie gesagt, die erste Phase finde ich inzwischen mega easy. Ah, lol. Du musst das Beinchen nicht kaputt. Houston, dein Beinchen ist nicht kaputt gegangen. Warum nicht? Ich habe schon zwei kaputte Beinchen. So, das ist es. Wie viele Beinchen hat er denn jetzt noch? Zwei oder drei? Drei Stück. Oh, fuck you. Los, Drohne, mach was.
kann die Beine irgendwie nicht triggern gerade. Wie wird das denn beim letzten Mal hingekriegt? Ja, die Düsen benutze einwandfrei. Wieder die Düsen. Aber nicht die fucking Beinchen. Ist es ein Bein doch weniger? Oh, lol, da war wieder die Ecke. Die Ecke ist echt gefährlich. Kriegt jetzt mal wieder ein Beinchen getriggert? Ne. Kommen wieder die Düsen. Oh, scheiße, ich wollte was ausprobieren. Beim letzten Mal habe ich das irgendwie besser hingekriegt, die Beinchen immer zu triggern. Ich hätte viel öfter gerne benutzt und damit mich gehauen. Gib Acht auf jetzt deine Kollegen. Halt echt Probleme. Acht auf dich. Weil wenn die auf dem Fußboden sind und sich drehen, Kurse nach dem Drehen, habe ich halt einen richtig einfachen und guten Moment, die Beinchen anzugreifen. Aber eben gerade hat er einmal seine Beinchen benutzt und im Durchgang davor gar nicht. Und daher frage ich mich gerade, wie ich den denn sonst Schaden machen soll. Sieht aktuell schlecht aus. Das kann doch nicht sein, dass ich es hier schon beim zweiten Boss scheiter. Wer soll es denn beim nächsten sein? Krieg ich gar nicht mehr hin, oder was? Oh, da kann ich was auch hin. Hab ich's aufgehoben? Ja. Ich weiß es nicht, wie ich die Beinchen triggern kann. Eigentlich mit dicht dran stehen, aber dicht dran stehen funktioniert gerade nicht so gut. Scheiße, das war zu früh, ne? Wir beide eingeloggt? Ne, nur ein, okay. Komm noch mal an. Nope. Alles goodie. Also funktioniert, wie es funktionieren soll. Ach, dann geht's wieder in den Kampfring. Ja, diesmal meine Seele da hinten fallen lassen. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Wo ist er denn? Entsorgungsverfahren eingeleitet. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. Benutzt mal eins deiner Beinchen. Nicht so. Du sollst mich damit hauen. Warum konnte ich denn da gerade nicht ausweichen? Brauch Beinchen-Power.
meine ich das jetzt nicht. Warum geht das jetzt nicht? Alter, ich verliere gerade unnötig viel Leben, weil es nicht funktioniert. Beinchen? Jetzt geht es. Ich habe ja dieses Mal aber alle drei Beinchen auf einer Seite, glaube ich, weggehauen, ne? Ne, aber er hat die gleich wieder anders sortiert. Das ist ein Scherz. Das ist so ein ultimativer Witz. Ja, siehst du, er benutzt wieder die Flammen. Oh Mann, nee. Wieder Flämmchen. Hä, während ich mich. Wenn ich mich während der Flämmchen auf ihn zubewege, bewegt er sich von mir weg. Oh, falsche Richtung. Oh. Das Ding regt mich gerade echt auf. Ah, ich habe einen Arm weggekriegt. Jetzt habe ich den anderen Arm auch wegbekommen. Das ist so gut, würde ich sagen. Die anderen kommen gerade ganz schlecht ran. Der ist ja hinten. Nee. Ach du Scheiße. Sei vorsichtig da. Wenn er einmal mit dem Fliegemodus ansetzt, darf ich nicht in die Richtung wechseln. Ich habe mir gerade gedacht, scheiße, wenn ich in die Richtung ausweiche, damit wieder in die Ecke gedrängt, aber es war genau eine Sekunde zu lang überlegt und das darf ich nicht machen. Ach, das ist. Warum habe ich mir eigentlich das Spiel ausgesucht? Ich meine, das hört sich ja ganz nett an, aber also von der Idee her. Och, diese Bosse. Das ist wie in Dark Souls. Jetzt hier runter. Die Passage hier kann ich auch inzwischen schon innen auswendig. Was willst du denn? Wer bist du überhaupt? Warum hast du mich angegriffen?
dürfen nur ausgewählte Leute. Du nicht. Du hättest bei dem Casting mitmachen müssen. Ey, du da hinten, mach mal einen Abgang. Geh mal weg. Brauch dich grad nicht. Kann ich mich buffen, bevor ich hier mit dem Viech kämpfe? Ich glaube nicht, ne? Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Entsorgungsverfahren eingeleitet. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. Warum hat mich das Ding jetzt getroffen? Dich. Halt. Der hat doch gerade... Ich stand doch bei dem Bein. Warum hat er das Bein nicht benutzt? Und warum springt mein Typo immer unter diesen scheiß Roboter drunter? Mann, das kann nicht wahr sein. Schönen Tag, Warren. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich bin so unfähig. So dermaßen unfähig. Los. Beweg dich. Ich krieg den noch. Ich krieg den noch. Hundertprozentig. Ich glaube an mich. Warum konnte der denn schon wieder Hits landen? Was fallen gelassen? Hm. Jetzt mal Abgang. 3, 2, 1. Los geht's. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Entsorgungsverfahren eingeleitet. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position.
Die Phase habe ich inzwischen so mega verinnerlicht. Das ist kein Ding. Das ist kein Thema. So, jetzt kommt erstmal wieder Rasenmäher-Modus. Bei mir musst du aber keinen Rasen mähen. Die Frisur ist schon kurz genug. Jetzt können wir düsen. Ich will aber nicht die Düsen. Den Arm. Hat das gerade bereit, um den Arm kaputt zu machen? Fuck, 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 fuck! Wo hing ich denn da gerade schon wieder fest, ey? Mann! Ich hing doch irgendwo! Das ist doch zum Mäusemelken. Schönen Tag! Hier liegt immer mehr Metall rum. 4900 inzwischen. Wahrscheinlich kriege ich hinterher mit meinen Überbleibseln an Altmetall mehr, als ich dann vom Boss bekomme. Und diese Ecken und Kanten und... Mal erstmal anvisieren. Hier, stirb. Affenkind. Keule hier, wo ist deine schwache Zone? Heute hast du keine oder was? Doch, der rechte Arm. Auch du musst sterben. Und du erst recht. Naja, er ist schon tot. Muss nicht noch 25 mal draufschlagen. Ah, der Arm. Hier in der, da häng ich drin. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Entsorgungsverfahren eingeleitet. Hallo? Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. Meine Kleine, so langsam kennen wir das Tänzchen, ne? So, das war das. Ich hab gemerkt, bin eine Sekunde zu früh reingegangen. Nee, ich versteh's nicht. Ich versteh es nicht. Ich will sie den fucking Arm an und er springt unter den Roboter. Und eben gerade habe ich dann den Arm mit einem Schlag weggehauen. Und diesmal, drei Schläge, Arm ist immer noch nicht weg. Willst du mich verarschen? Das, ey. Nee.
Nee. Das geht so nicht. Ist mir egal, dass die 30 Minuten vorbei sind. Also ein Try gibt's jetzt hier noch. Ja komm, du hast doch eh keine Schnitte gegen mich. Jetzt hör auf, mich zu nerven. Warum stehst du überhaupt noch? Du bist 25 Mal gestorben. Eigentlich müsstest du schon längst tot sein. Und du brauchst immer viel zu lange, bis du losläufst. Das nervt dich. Warum hast du mich jetzt überhaupt schlagen können? Du bist schon längst tot. Du kannst mich nicht mehr schlagen. Der da hinten? Der steht eh hier nur doof rum. Und kann mich auch schlagen! Warum kann er mich schlagen? Das gibt's nicht. Und noch einer, der mich einfach so schlagen konnte. Das kann so nicht weitergehen. Weh, der schlägt mich jetzt auch noch. Du nicht, Kollege. Du nicht. So, dich hole ich jetzt. Kontaminierung registriert. Lockdown aktiv. Sind keine Seelen, das ist Altmetall. Entsorgungsverfahren eingeleitet. Bitte bleiben Sie während des Säuberungsverfahrens in Position. So, das haben wir. Lass mich aufstehen. Lass mich aufstehen, habe ich gesagt. Nein, dich, du sollst aufstehen, nicht ich. Ich will nicht das Feuer. Ich will deinen Arm. Wie lange kann er hier Feuer machen, ey? Schon wieder Feuer! Ich brauch deinen Arm! Da war schon wieder diese Ecke. Diese Ecke. Ich brauche hier noch die ganze Halle um. Oh Mann, ey. Jetzt gib mir deinen verfickten Arm. Ja, was soll ich denn mit deinem Feuer? Du sollst mir doch nur deinen Arm geben. Jetzt renne ich auch noch ins Feuer. Arm? Hallo? Habe ich einen Arm abgestanden? Glaub schon, oder? Ich muss einfach nur den Computer da unten kaputt machen. Das ist eine neue Taktikanpassung. Ich greife jetzt den Computer da unten an. Ausweichen! 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 Nicht im Ernst. Das wär's gewesen? Das wär's gewesen? Oh. Und ich
bemühe mich die ganze Zeit, diese scheiß Arme kaputt zu machen. Und ich hätte einfach nur... Ich hätte einfach nur da unten den Scheiß da kaputt machen müssen. Ey, nee, ey, also, das kotzt mich gerade richtig an. Das heißt, ich war die ganze Zeit einfach zu doof, die Mechanik zu verstehen. Arme kaputt hauen wäre ja schön und gut gewesen, aber unten der Computer hätte gereicht. Es hätte gereicht. Und ich hab's nicht verstanden. Und wie komme ich da runter? Ich will dieses gelbe Ding haben. Wie komme ich da runter? Kann mir das jetzt sofort einer sagen? Die Treppe hier runter, oder was? Ja, dann laufe ich die Treppe halt hier runter. Ah, nur ein Schrotthaufen. Wie komme ich hier wieder raus? Treppe hoch, oder was? Hier, Fahrstuhl runter. Ich will nicht mit dem Fahrstuhl runter. Erstmal gucken, was da hinten ist. Hier kann ich den Knopf drücken. Türsteuerung, hallo. Gegner. Gegner, nichts gut. Ich nehme jetzt erstmal hier den Fahrstuhl runter. Ich will, warte mal, ich gucke erstmal schnell, was der Feuerteufel ist. Feuerteufel. Wo ist der Feuerteufel? Da ist der Feuerteufel. Angriffskraft, Schaden, beidseitig montiert. Was bist du? Greif schnell an, ne? Hohe Angriffsgeschwindigkeit. Wo ist hier? Er hier. Hoch, 70% Energiegewinn, 5% Energiegewinn. Also der hier hat sehr wenig Energiegewinn. Waffenfertigkeit, Skalierung, beidhändig habe ich noch gar nicht benutzt. Ich will mal gucken, wie das Angriffsmodell von denen aussieht. Oh, wow. Ich glaube, das müssen wir mal ausprobieren. Falls dann hier runter. Vielleicht finde ich ja hier eine Medibay oder so. Ein Audi-Lock. Sieht aus, als hätten wir unseren kleinen Langfinger gefunden. Wahrscheinlich ist es dieselbe Übeltäterin, die sich auch an den Laborlagern zu schaffen gemacht hat. Hat einen Biomaster gemobst und fallen gelassen, als sie vor mir davonrannte. Sah aus, als wäre sie auf dem Weg zum verlassenen Laborkomplex. Wenn ich zurück bin, schreibe ich einen vollständigen Bericht. Soll der Werksschuss die Sache ab jetzt übernehmen? Was ist das denn, ein Biomaster? Biomaster, was ist er denn hier? Das ist ein Stab. Wie ist denn das? Oh, ich liebe eine Stabwaffen, ne? Das Ding brennt auch noch. Wie sieht das vom Schaden aus? Waffenfertigkeitsskalierung niedrig. Ja, ich glaube, dann nehme ich aber das Ding hier, weil das passt auch noch vom Design her zu mir. Das probiere ich jetzt auf jeden Fall als nächstes mal aus. Aber, ja, dadurch, dass ich jetzt unbedingt Boss schaffen wollte, ging der Part ein bisschen länger. Ich kann jetzt nicht mehr durchatmen, weil der Boss ist tot. Ich habe mir zwei Parts dafür gebraucht. Das ist Gott, Krampf. Erstmal werde ich jetzt den Part beenden und dann geht es im nächsten Part weiter. Und da gucken wir mal, was wir dann als nächstes wieder finden und was uns dann so erwartet. Insofern... Ach, und dann benutzen wir auch noch die neuen Waffen. Probieren wir mal aus, ob ich damit klarkomme. Vielleicht benutze ich auch noch die Stabwaffe, wenn ich mit dem Ding hier nicht klarkomme. Einfach mal ausprobieren. Die schweren Waffen gehen mir langsam auf den Sack. So. Ende mit der Ansage. So, ja. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Reingehauen und wiederschauen. Ciao.